Willkommen zurück zu Warhammer Vermintide 2. Wir spielen heute wieder das Halloween-Event und ich wollte euch mal den Hof hier zeigen. Es gibt hier ein paar schöne Grabsteine. Ein paar schöne Grabsteine, die wahrscheinlich vom Garten Moors mitgenommen wurden. Und es sind gerade auch wieder direkt zwei Mädchen hier beigetreten. Und der eine nimmt die Abkürzung runter. Oh, ich finde, diese Atmosphäre ist echt wunderbar. Und ich muss ja das Meme ein bisschen unterstützen. So, und dann geht's los. Genau, die Höllenglocke beim Halloween-Event. Und da kommt sogar noch jemand dazu. Crazy little buggers will worship anything near as I can tell. Problem is, there's no way to know if this is a purely ceremonial lump of bronze or a lodestone for our Grey Seer's magic. We'll have to destroy it, just to be safe. And by we, I mean you. Genau. Diesmal hat Lona gar nicht über die Kürbisse geredet, die wir mitnehmen können. Oder beziehungsweise die er uns nach der Mission dann schenkt. Aber wir wissen ja, wo die ganzen Kürbisse jetzt verblieben sind. Im Keep und auf den Maps. So, und ich versuche mich mal wirklich dran zu. Also ich versuche wirklich mal dran zu denken, Thumbnail zu machen. Ich habe ja beim gerechten Gefecht letzte Folge am Anfang auch gesagt, ich mache ein Thumbnail. Und was habe ich nicht gemacht? Ein Thumbnail. Ich bin dann nochmal auf IQ 3 und habe mir den Schädel geschnappt. Bis zum Ende habe dann das Thumbnail gemacht. Und ich finde, das ist sehr schön gelungen. Und dann habe ich den Schädel aus dem weggeworfen. Ich habe es ausprobiert, dachte, es geht nicht, aber doch, doch, du kannst den wegwerfen. War auf jeden Fall ein sehr guter Player. Und ich treffe schon mal direkt den Zwerg, das ist perfekt für den Start. Dann bin ich ja irgendwie am heutigen Tag Experte. So. Hier, Victor, ich schicke dir eine Bombe. Und ich genieße hier nochmal die Kleinen soweit. Und ich glaube, ihr könnt auch hören, ich habe mich nochmal ein bisschen lauter gemacht. Ich habe mir die letzte Folge nochmal ein wenig reingehört und fand, dass es da noch ein bisschen an der Lautstärke gefehlt hat. Und ich ärgere mich gerade immer noch darüber, dass ich das Spiel die ganze Zeit so leise hatte und dann. Ja, also ich habe das Spiel ja die ganze Zeit leise gehabt und habe ich ja letzte Folge schon erzählt und ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt so. Genau, dass ich so dämlich war und das Spiel nicht lauter gestellt habe. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Versuch mir den Schädel wieder zu schnappen. Aber vielleicht sollten wir erst das Monster machen. Ja, hier Gruber zieht vorbei. Kann ich auch mal bedanken. Ich höre irgendwo einen Chaos Warrior. Ah, da. Okay, wenn ich den nehme. Ich drück schon. Jawohl. Bin gerade ein bisschen gierig gewesen auf die Schädel. Weil ich halt das Gefühl habe, dass ich aus ein paar brenzligen Situationen. Na gut. Vielleicht wie sowas hier. Ein bisschen besser rauskomme. Ist nichts gegen euch, Leute. Hab euch alle ganz gern. Dann nehme ich mir mal den Trank hier.
Stand der hinter der Wand? Ich habe nur seinen Umriss gesehen. Und hier sehen wir auch nochmal das, was die Mates dabei haben alles. Und wir spielen wieder auf Legende. Und die Runde geht mal wieder sehr gut mit denen. Ich gehe mal auch hier hoch. Aber hab's natürlich nicht geschafft, hier rüber zu springen. Oder die hier zu treffen. Die hat irgendwie die Wand ganz besonders gern gehabt. So, einfach ein bisschen aufschlagen, während ich hier von Victor die kritischen Treffer geschenkt bekommen habe. Von seiner Spezialfähigkeit. Die ein wenig wegzuschubsen und uns eine höhere kritische Chance zu geben. Aber nach all den Stunden, ich bin halt einfach bei den Schwertern hängen geblieben. Kann ich mal gucken, ob es irgendwo eine Bombe oder so gibt. Aber selbst diese kleinen Ratten hier haben grüne Augen. Ich finde das so geil. Ich feiere das Halloween-Event richtig gern. Also, ich feiere das richtig hart so. Und ich hab's richtig gern. Ich dachte, er wollte extra auf mich gehen. Aber lieber da einfach nur stehen, halt mit seiner Axt rumgesprungen. So. Genau, sobald die Augen rot werden, fallen sie tot um. Die mitnehmen müssen wir ja nicht. Wir haben den Schädel. Das ist nochmal ein Stärkefang. Der Assassine hier. Dribbelt Soulspire auch aus. Ich sag mal kurz, kommt kurz her, hier ist Kunst. Vielleicht haben die noch nicht. Genau. Soulspire hat es wahrscheinlich schon. Oder es interessiert ihn einfach nicht. Auf jeden Fall, ich bin gerade sehr, sehr gut motiviert, beziehungsweise richtig hart motiviert. Genau, das ist die Patrouille, die können wir am besten umgehen. Einfach hier in der Ecke. Die haben ja an sich gar nicht so eine große Reichweite, um geaggrot zu werden. Und während die mal hier weglaufen, bin ich mal so frei. Wenn der Finger kurz abläuft und die Hookkarte weg ist, würde ich gerne ein Foto machen. Und zwar so eins hier. Okay, so viel dazu. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie zu so einem Thumbnail komme. Kommt die Welle. Und danach ziehen wir auch wieder weiter. So, ich muss mal mit meinen Mates hier aufschließen. Damit wir eine Front zusammenbilden. Das macht uns einiges einfacher. Assassine hat auch einen Schuss von mir gut bekommen. Und irgendwo hinten, genau, sind noch ein paar, die mir im Rücken stechen. Okay. Dann ziehen wir mal weiter. Und ich will unbedingt noch eine Dings machen. Ein Thumbnail machen.
Okay, ich schneide den hier ein bisschen den Weg ab. Mann, der Blitz hat mich ja gerade voll aus der Fassung bekommen. Gezogen. Ja, ich habe die Ruckratte leider nicht bekommen. Und ich muss jetzt mal ein bisschen vor dem Assassin aufpassen, wollte ich sagen. Oder irgendwann was treffen. Genau, schlag ihn. Der hält sehr viel aus. Oh, das ist Kunst. Ja, Höllenglocke habe ich, ups, auch nicht so oft gespielt. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch zu einem Thumbnail komme. Was fällt denn eigentlich einfach an mir vorbeizulaufen? Na, nimmt euch den Konzentrationshammer. Ich nehme noch ein paar kritische Treffer hier mit durch meine Boost durch die Gegner. Okay, gut. Dann mache ich mal hier so ein Thumbnail. Okay, so viel dazu. Ich habe natürlich im Kuba getroffen, wie es gehört. Ja, wir sollten kurz warten, bis er wieder spawnt. Und ich komme dann mal ein Stückchen vor. Stell mich mal kurz so hin. Und jetzt kann ich mal ein schönes Thumbnail machen. Und Kuba ist da unten. Ja. Irgendwas sind Black Monks. Ach du meine Güte. Okay, hallo Kuba, hab dich gern. Und jetzt durch. Okay, ich versuche mal ein bisschen zu überleben. Ich warte, bis mein Boost aufgeladen ist. Werf mal dann die Bombe einfach hier hin. Dann bewege ich mal hier drüber wieder schnell. Bevor man. Autsch. Ich bin mal so frech, Leute. So, alle wieder da, gut. Und irgendwo ist auch eine verdammte Assassine. Oh, da ist der Assassine. Hilfe! Danke! Gibt keine Heilung, oder? Nö, dann. Zieh
ziehe ich mal ein Stück weiter hierher. Schade, dass... Versuch mal rüber schnell hier zu holen. Und schnell hier hoch. Danke. Schnell. Oh Gott, das ist ja echt gemein. Ich bleib mal kurz hier oben stehen, meine Lieben. Nur kurz. Okay. Okay, gut, dann geht's los. So, nehme ich noch ein bisschen mehr temporäres Leben hier mit. Kurz gedacht, ich könnte hier einfach durchziehen. Okay. Nice. Manchmal gibt es hier unten Heilung, aber diesmal gibt es da Ammunition. Ich meine Munition. So. Ja, ich finde es echt extrem, wie viel die aushalten. Ich habe größten Respekt vor denen, die das hier auf Cataclysm spielen. Ja? Auf Legende mit dem Schädel ist es ja schon so, als ob man über Cataclysm spielt. Allein das durchdringende Schwerter, habe ich auch schon tausendmal gesagt. So unglaublich schlecht ist. Da ist gegen, ja, dagegen ist ja Cataclysm noch relativ simpel. So, ich wollte noch Danke sagen. Ja, ich komme einfach nicht mal durch einen durch. War aber echt eine tolle Runde dafür. Welchen Chaos War wird die wohl meinen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Erfahrungspunkte. Ich habe mich gerade 1600 bekommen. Ich glaube, vorher waren es nur 800 oder so. Aber ich weiß nicht genau. So, ich danke euch fürs Zusehen. Oben gibt es ja nochmal eine Playlist. Die müsste gerade, wo die Mission abgeschlossen ist, auch angezeigt werden. Und ihr könnt ja mal ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. Es war ja mal eine ziemlich kurze für das Event. Und bis dahin... Tschüss.